Menschen in Berlin, an Sie beide. Ja, meine Herren, schauen wir uns doch jetzt mal gemeinsam an, wie der lange Weg zum Fall der Mauer von Berlin begann. Damals, 1980, auf der Leninwerft in Danzig. Die erste unabhängige Gewerkschaft in einem kommunistischen Staat. Solidarność, Solidarität. Ihr Führer Lech Wałęsa fordert ein freies und demokratisches Polen. Hilfe kommt vom polnischen Papst, Johannes Paul II. Er macht sich und die Kirche zum Hoffnungsträger für ein ganzes Volk. Der Protest im Zeichen des Kreuzes führt zum Erfolg. Das kommunistische Regime gibt nach und schließt einen Vertrag. Der Sieg der Streikenden ist der Beginn der Zeitenwende in Europa. Wałęsas Triumph hat Folgen. 1989 öffnet Ungarn als erster Staat den Eisernen Vorhang. Für die Bürger der DDR ist es das Tor zur Freiheit. Er will es nicht mehr schließen, der ungarische Ministerpräsident Nemeth. Mit Unterstützung Gorbatschows besiegelt Nemeth so das Schicksal des kommunistischen Ostens. DDR-Bürger auf dem Weg nach Westen. Der Durchbruch in Ungarn ist der Anfang vom Ende der Berliner Mauer. Lech Wałęsa, dieser Stein hier ist der polnischen Gewerkschaft Solidarność gewidmet, die die Freiheit nicht geschenkt erhielt, sie hat sie sich erkämpfen müssen. Was hat Ihnen damals 1980 den Mut gegeben, für die Freiheit in der Diktatur zu kämpfen? Właściwie pan zadał pytanie. Sie haben im Grunde genommen eine Frage nach der Wahrheit gestellt. Um die Wahrheit nach dem Mauerfall gestellt. Und diese Wahrheit, die brauchen wir, um ein neues Europa zu schaffen und zu bauen, gemäß den neuen Zeiten. Und diese Wahrheit lautet: Keiner der Politiker konnte es nicht voraussehen, dass die Berliner Mauer fallen wird. Jedenfalls nicht in den Kategorien der Gewalt und nicht in den Kategorien des Interesses ist die Mauer gefallen. Diese Mauer ist gefallen, deswegen, weil wir an den Glauben gedacht haben, an die Werte gedacht haben. Diese Mauer wäre nicht gefallen, wenn wir den polnischen Papst nicht hätten, weil dieser Papst diese Werte neu erschaffen hat, im Namen des Heiligen Geistes an unser Gewissen appelliert. Und das war die Losung. Dieser Geist soll heruntertreten und die Erde verändern. Diese Erde verändern. Und das hat uns erlaubt im Jahre 1980. Diese neue Organisation zu schaffen, die Solidarność zu schaffen. Und diese 10 Jahre haben wir der Welt gezeigt, wir haben den Deutschen auch gezeigt, wie soll man kämpfen, um dieses System zu beenden. Das ist die deutsche Nation und andere Nationen.